Uiuiui, der vorletzte Boss in Runde 6 steht an. Oh hier. Ungulox. Die Mörderraffe. Mörderraffe heißt. Ich glaube, das ist der. Das ist unser Endkampf. Unser Endkampf in Runde 6. Ich habe gehört, die macht einen Mords-Damage. Also wirklich. Holla die Waldfee, da kommt ordentlich was rein. Deswegen. Dieser Vari, der jetzt gerade ist, der kann den so gegen den gerade so kämpfen, weil er im kompletten Death Gear ist. Ich weiß gerade gar nicht, ob ihr das so seht, aber hier, man sieht es an den Leben. Er könnte nur jetzt das Problem haben, dass dann den Enrage kommt. Also ich denke, wenn ich den als Endkampfgegner habe, jetzt gleich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das ist der Endkampf von Runde 6, also dieser Runde, die wir jetzt gerade aufnehmen. Ah, der könnte in den Enrage kommen. Mal gucken, wann, ob das Ding hier gleich unten anfängt zu brennen. Oh, das wird knapp. Noch brennt es aber nicht. Na, es scheint doch gut zu gehen. Kommt nicht in den Enrage scheinbar. Naja, hat er ja Glück gehabt. Gott, der hat ja aber einen Known Enrage Timer, wenn der so locker als Tank machbar ist. Ohne, aber ja, jetzt brennt's doch unten noch. Leute, das wird noch knapp. Das wird noch knapp, ich sag's euch. Ich glaube, es wird Zeit, den Kampf zu entscheiden. Oh, 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 oh. Der Glückliche. Sehr schön. GZ an dich. Jetzt gibt es sogar noch mal Werte. Das Schöne ist, die ganzen Buffs hier, die kann ich mit in die Arena nehmen. Und deswegen gibt es hier immer diese, Raid-Gruppen vor der Kampfgilde hier. So, hervorrufen, wir sind gerade wieder konzentrieren, sorry. Trank des Taktikers direkt rein. Zeitkrümmung. Ach, der Hufstamm. Da hätten wir uns das Nero jetzt sparen können. Ich bleib jetzt volle Kanne auf den Boss hier drauf. Durch meine lebende Bombe, ihr seht da oben, die beiden Glücksgoblins auf seinen Schultern. Wenn ich die vernichte, bekommt der Boss einen Stack, wo er für jeden Goblin, den ich besiege, 100% mehr Damage bekommt. Also jetzt im Moment 200%. Er hat halt auch eine entsprechende Anzahl an Leben, deswegen absolut gerechtfertigt, wie ich finde. Feine Sache. Sehr feine Sache. Der kann nichts. Also für Ranges, aber auch für Milis mit Sicherheit. Der ist ja der absolute Oberburner. Der ist ja sowas von easy. Also das ist ja... Okay, 50.000 hat er reingebürstet. Als Mili fragwürdig, ob der so easy ist. Und diese Schildwaller, die nerven mich doch jetzt gerade doch so ein bisschen. Aber jetzt, ich hoffe, das reicht jetzt endgültig. Zack, der letzte Feuerball. Jawohl, down ist die Sau. Wir sehen uns gleich wieder mit dem finalen Boss in Runde 6.